Hallo Leute und herzlich willkommen heute zu Hitman wieder einmal. Ich dachte, es ist wieder mal Zeit, da habe ich mich ein bisschen gekleidet, okay. So, wir haben ja letztes Mal schon diesen Yoga-Lehrer hier exekutiert. Jetzt wären die nächsten dran. Okay Leute, wir haben eine neue Gelegenheit. Wir können ja jetzt eigentlich überall hin, weil wir sind ja... Oh, oder doch nicht. Okay, warte, wir gehen hier einfach ganz normal wieder raus. Oh, darf ich bitte die Brille abziehen? Das ist so komisch auf dem Bild zu gucken. So verdunkelt. Okay, moin, ne? Wer war das? Ich miete diesen Glitzerpilz erstmal. Oh, shit. Ach, komm on. Trick gefailed. Okay, ich versuche jetzt mal da hinzukommen. Gebe euch dann Bescheid. Oh, Leute, wir müssen uns als Direktor verkleiden. Das wird, glaube ich, noch schwieriger als gedacht. Ich verfolge ihn mal ein bisschen. Vielleicht gibt es eine Situation. Okay, Leute, ich habe jetzt die Brille trotzdem angezogen. Ich glaube, es passt einfach alles besser zum Outfit hier. Wenn schon, dann schon, okay. Okay, Leute, er ist jetzt wieder da und wartet. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt trotzdem mal noch eine andere Gelegenheit. Okay, Leute, ich kam jetzt hier hinten rein. Wir haben jetzt die andere Gruppe. Alter, ich dachte schon, wir können jetzt da rüber scheinbar und dann irgendwas wegen der Operation. Irgendwas können wir da machen. Bin gespannt auf jeden Fall. Okay, was würde denn passieren? Okay, wir brauchen den Typ da. Okay, wir müssen uns jetzt scheinbar als diesen Piloten hier dann verkleiden. Und dann werden wir uns mit dem Chefchirurg treffen und den irgendwie dann so ausschalten. Okay, das ist natürlich hier gerade ein bisschen unpraktisch, würde ich was behaupten. Nein, wir müssen einfach warten, bis er wieder alleine ist. Aber schon schön hier. Okay, Leute, hier, der geht jetzt schon mal wieder runter. Vielleicht können die da unten, wenn wir so ein bisschen für uns sind, nappen. Irgendwie hier. Da hier, glaube ich, auch niemand in der Nähe ist, der ihn hören könnte. Genau. Wie immer, nur überwältigen, nicht links hin. So. Können Sie bitte weggehen? Oh nee, der will jetzt hier durch. Oh nein, ich glaube, wir haben jetzt ein richtiges Problem. Mann, wieso kommt der auch da hoch? Hallo, ich kann nicht mehr schlagen. Ja, komm, warte, wir müssen nochmal neu starten. Ach komm, das kann doch nicht wahr sein. Wieso ist auch eine? Okay, müsste danach einfach schnell sein. So, so, ziehen. Kommt er. Oh nein, ich... Was ist das passiert? Ja, ich glaube, niemand hat es bemerkt, oder? Oh shit, wieso kommt er da rein? Ganz ehrlich, hä? Mann, kann doch nicht so schwierig sein. Okay, wisst ihr was, wir warten einfach noch mal kurz. Weil dann können wir erstmal den da drin beseitigen. Oder geht der auch rein? Das, wenn der auch reingeht. Nee. Boah, das wäre sehr gewesen. Er geht wirklich rein. Okay, dann warte ich kurz, bis der andere Typ hier vorbei ist. Danach gehen wir da rein und zerschlagen die Leute mal. Ich weiß nicht, ob das gut kommt. Ich hoffe einfach mal. Oh, lol. Der andere schläft. Jo, er ist direkt wach. Er ist direkt wach. Wahrscheinlich wäre er direkt wach. Ja, genau, Junge. Okay. Der ist versteckt. Und wir haben kein Gift. Sonst könnten wir das Zeugs hier vergiften. Okay, wie kann ich nochmal Zeugs aus der Hand nehmen? Okay, drop ich's, ne? Ja. Ich glaube, ich kann die Waffe nicht, doch, okay, mit mittlerer Maus. Warten wir jetzt, bis der Pilot hier runterkommt, oder? Der gerade wieder Pillen oder irgendwas übergeben. Das heißt, der kommt gleich runter. Und da er auch, ja, da er ja auch reinkommt, können wir ihn dann einfach da drin holen. Ich denke, hier kommt jetzt nicht wieder so ein komischer Dude. Nee, ich glaube nicht. Okay, dann warte ich jetzt erstmal da drin, bis er reinkommt. Dann gebe ich euch Bescheid. Okay, Leute, er kommt rein. Nichts ahnend. Kommt ja gleich hier rein. Hoffe ich mal. Sehe jetzt. Alter, genau, komm rein in die gute Stube. Zack. Ah, so geht's halt im Leben, ne? Okay, so, zack. Klein. Treffen Sie den Chefchirurgen. Okay. Ja, gleich. Ich will ihn noch kurz verstecken, Alter. Sonst haben wir wieder ein Problem. Gut, ich gehe jetzt mal zum Chefchirurgen. Okay, ich muss doch warten kurz. Das ist kein Problem. Okay, das ist, wir müssen jetzt schon mal runter begleiten, weil da sie sich die Pillen selber holen kann, damit wir ihm nicht immer die Pillen geben müssen. Und er hat gesagt, ja, kann er voll verstehen. Ich bin ja kein Bote so für seine Pillen. Okay, kommen Sie rein, bitte. Wir müssen den erstmal ein bisschen reinziehen, weil der blockiert gerade noch die Tür. Bisschen schnell. Ah, die Tür ging automatisch zu. Okay, jetzt müssen wir uns verkleiden als Chefchirurg. Alter, als ob der Schrank voll ist. Doof, ne? Okay, wir machen einfach zu, hoffen, dass niemand reingeht und es merkt. Eieiei. Wo müssen wir jetzt hin? Ich habe die Gelegenheit jetzt scheinbar genutzt. Okay, dann gucke ich jetzt mal für die nächste. Das verräterische Herz. Da müssen wir allerdings hier oben durch. Ja, allerdings erkennt er da mich. Aber vielleicht können wir ja unten rein. Hier kommen wir schon mal noch rein. Ich meine, wir sollen jetzt ja überall Zugriff haben. Oh Gott, ich dachte gerade, er läuft hier weg. Hallo, lauf doch mit W-Taste. Oh,
Alter, holy shit. Die gehen ja auch irgendwann mal weg. Oh ne, kommt jetzt nach hinten? Nee. Wir müssen nach so vorne. Haben sie noch irgendeinen anderen Weg? Nee, leider nicht. Alter, meine W-Taste, das kann. Kannst du die nicht geben, ey. Was ist denn, wenn wir hier so sneaky vorbeigehen? Merkt ja niemand, oder? Ja. Alter, wieso erkennen mich denn hier jetzt alle? Okay, Leute. Ich bin jetzt wieder hier. Hier drüben erkennt mich allerdings wieder jemand. Allerdings kann er mich ja nicht erkennen, solange ich. Solange er mich nicht ansieht. Gar nicht da. Boah, das ist die Leiche. Oh, au. Tut mir leid, ich wollte nicht stören. Wir könnten jetzt hier schon mal die Beweise zerstören. Okay, wir müssen jetzt nach dem Schlafbereich suchen. Der ist schon mal da drüben. Müssen hier wieder den gleichen Weg gehen hier. Leute, dreht euch einfach nicht um. Okay, danke für die Info, aber es juckt mich nicht. Und Schraubenzieher. Ist immer geil. Okay, ich glaube, wir müssen wieder hier durch. Okay, deswegen gehen wir hier auch direkt wieder runter. Sleeping Quarters. Okay, also das Schlafquartier. Hier rein, ja. Jo, das sind ja geile. Oh, das heißt Stimmungsänderungsgerät. Kennt man mich damit, wenn ich das in der Hand habe? Denke nicht. Okay, wir gehen jetzt mal hoch. Wir sind ja noch außer Reichweite, wie ihr unten seht. Deswegen gehen wir jetzt hoch. Dann dosieren wir dann mal wieder ein bisschen mehr. Ja, wohin zusammen? Ne, wir sind immer am Üben oder. Alter, hier ist das Krematorium. Sind wir immer noch mal außer Reichweite? Oh, okay, die gehen jetzt schon mal zum Herz. Wir müssen jetzt warten, der da reingeht. Die Gelegenheit genügt. Oh, okay, Leute, theoretisch haben wir jetzt noch eine Gelegenheit, und zwar die hier. Der ist in der Maschine, aber ich würde sagen, wir haben jetzt Zugriff zu allem. Ich versuche jetzt mal hochzukommen und den irgendwie zu beseitigen, unseren. Okay, wir warten einfach nicht, bis diese andere Patientin hier drin ist. Oder, also Patientin ist ja nicht, es ist ja eine, keine Ahnung, Ärztin wahrscheinlich. Und warten, bis die hier drin ist. Und danach werden wir die einfach kurz wegsnacken, uns vielleicht auch verkleiden und dann können wir da mal kurz gucken. Oh, scheiße, ja genau, jetzt kommt sie. Schön bemerkt noch. Okay, Leute, entweder gehen wir jetzt direkt hier das Panel. Vorhin, erst als sie dieses Brett gezogen hat, scheinbar müsste es sich jetzt von selbst erledigen, glaube ich. Wir haben die Maschine ja jetzt umgestellt, oder? Dort steht auch Alarm die ganze Zeit. Okay, ja, aber ich glaube, wir machen trotzdem dieses, der Doktorin oder was es ist, weg. Das tut mir leid. Also, ich bin halt wirklich ausgerutscht. Oh, es hat gereicht. Alter, es ist gerade ein bisschen kritisch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo ich hin muss. Gehe hier einfach mal nach. Bleibt der stehen? Wir gehen einfach mal hier rein. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Bleib. Oh, ich chill jetzt nochmal hier. Oh, Entschuldigung. Reactivating. Life support. Operieren als Schiffchirurg. Okay. Sag mal bitte diesen Kerl. Mission verlassen. Alter, der Schluss war ja heftig, Digga. Also irgendwie haben wir ihn reingestochen ins Herz und ihm dann das komplette Blut rausgesaugt. Aber okay, Digga. Miss Burnwood. That's not what my ticket says. We received your message. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders, nor any other recent fiascos. Someone's been meddling in our affairs, killing our operatives, and making the ICE look like fools. I think you got close to that someone. Closer than we've ever been. That's why we're hiring you to take him down. I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us, bribe our people,
And you have the gall to demand our help. No. You can't be trusted. Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Some 20 years ago, your agency took in a young man with no past and extraordinary skill. Okay Leute, kurze Info, wieso dass ich hier unterbrechen musste. Ich musste kurz was nachfragen bei der Fahrlehrerin in unserer Nähe wegen meinem 125er Ausweis. Muss ich kurz ein bisschen was nachfragen. Wie dem auch sei, wir machen jetzt erstmal weiter. Ich rufe mir meine Mutter an, alles klar, Digga. Okay Leute, Mission erfolgreich. Ich bin jetzt wieder zurück. Ich weiß, es ging jetzt gerade wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Ich musste, also gut, ich habe es ja eher rausgeschnitten. ich musste kurz nochmal weg, weil meine Mutter etwas von mir wollte. Deswegen habe ich mich auch gleich abgezogen, weil ich raus musste. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. Okay. Ja, die Cutscene ist jetzt leider vorbei. Vielleicht kam sie ja noch, vielleicht habt ihr sie noch gesehen. Wir haben... kein Körper wurde gefunden, es wurden keine Aufnahmen von uns gemacht. Also alle Kills wurden unbemerkt, keine Strafe für nicht Zielkill. Okay Leute, das ist für diese Folge Hitman. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Und ein Abo würde mich übelst freuen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute. Ciao! As you twist the tiles beneath our feet.